Da waren es nur noch 6 Duos. Auf der letzten Regionalkonferenz der SPD ziehen Hilde Mattheis und Dirk Hirschel ihre Kandidatur um den Parteivorsitz zurück. Wir haben 7 Teams und wir haben 4 Teams, die für sich in Anspruch nehmen, die Partei Linke zu repräsentieren. Das sind 3 zu viel. Und jetzt haben wir in den letzten Wochen verhandelt und wir haben es leider nicht hinbekommen, uns auf eine linke Spitzenkandidatur zu einigen. Deswegen haben wir beide entschieden, wir machen den Weg frei, um die Erfolgsaussichten einer linken Spitzenkandidatur zu erhöhen. Damit spitzt sich die Suche nach den Nachfolgern von Andrea Nahles auf einen Kampf zwischen 3 eher linken und 3 eher in der Mitte stehenden Duos zu. Einen klaren Favoriten gibt es auch nach der Veranstaltung im Münchner Löwenbräukeller nicht. Aber es gibt ein paar Tendenzen. Das von den Jusos unterstützte Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans bekommt viel Applaus. Die Zustimmung für Olaf Scholz und Clara Geiwitz fällt in München nur mittelmäßig aus. Wahrscheinlich, weil der Bundesfinanzminister, ein Gesicht der in der SPD zunehmend verhassten großen Koalitionen der vergangenen Jahre ist. Das dezidiert linke Duo Nina Scher und Karl Lauterbach gilt nach Umfragen zwar als Außenseiter, doch löst mit ihrem Wunsch, den Koalitionspartner zu wechseln, starken Beifall aus. Die beiden treten am intensivsten für ökologischen Wandel ein, Kampf gegen die Klimakrise. Bei ihnen weiß ich genau, außerdem möchten sie die große Koalition verlassen, die GroKo, und das finde ich richtig. Am Montag startet die Befragung der rund 430.000 stimmberechtigten Parteimitglieder. Das Ergebnis wird am 26. Oktober bekannt gegeben. Falls wie erwartet kein Duo mehr als 50% der Stimmen bekommt, folgt eine Stichwahl, die bis zum 29. November dauert. Spätestens danach kann der Koalitionspartner CDU/CSU abschätzen, ob er sich auf Neuwahlen vorbereiten sollte oder ob die SPD womöglich doch bei der Stange bleibt.